So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Heute wieder eine Folge mit mir und wir schauten das Team aus. Bis auf Adrian noch einigermaßen fit. Und Moment, der Rüsselmops ist gut trainiert worden. Der hat auch Psychokinese gelernt und ich frage mich, wieso er ihm von allen Attacken die Kopfnuss weggemacht hat. Der hätte die Konfusion wegmachen können. Oder die Hypnose, oder die Meditation. Wäre mir alles lieber gewesen, wenn ich ehrlich bin. Naja, müssen wir mit klarkommen, dass er jetzt nur noch Psychoattacken hat. Aber gut, ich wollte noch was machen. Und zwar wollte ich den guten Mike nach vorne schieben, weil der gerade mal Level 33 ist. Und haben wir gegen die alle schon gekämpft? Okay, da haben wir noch nicht gekämpft. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Na dann pfeif doch mal. Vielleicht kommt Arctos, Zapdos und Lavados vorbei. Ja, hat zumindest einen Tauboga. Oh, der Steinhagel ist fast alle. Na dann schauen wir mal. Renta. Nachdem der Steinhagel ja wirklich fast alle ist, fuchtel ich lieber noch mal ein bisschen rum. Level 34 für Mike. Dodo. Jupp, da wechselt er mal. Das kann Adrian trotzdem machen. Auch wenn er schon fast kaputt ist. Ihm fehlen ja 100 KP. So viel wie andere nicht mal haben. Ich frage mich, was er da gemacht hat, dass er so viel verloren hat. Ich meine gut, Aquanas Verteidigungswert, das ist wirklich nicht unbedingt etwas, womit es glänzt, aber ja. Man kann zumindest so spielen, dass er relativ wenig kriegt, weil, aber allzu viele scheinen ihn ja wirklich nicht eingesetzt zu haben, weil er ist ja wirklich nur noch Level 33. Also was hat der da schon wieder getrieben? Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Canofensa gegen mich, das mag ich mit meinem Adrian jetzt eigentlich weniger. Ich schau mal trotzdem, ob ich das tot krieg. Ja, reicht. Ein Tangela, da würde ich jetzt allerdings doch lieber gern was anderes reinschicken. Das ist was für Glutexery. Der übrigens auch bald ein Glurak ist. Komm, gib ihm den Flammenwurf, den du ja gerade erst gelernt hast. Der wurde auch kein einziges Mal eingesetzt, wenn ich das richtig sehe, weil der ist ja, glaube ich, in meinem letzten Part noch Level 34 geworden. Da habe ich ihm ja noch den Flammenwurf beigebracht. Wenn wir jetzt schon dabei sind, das Myrafla hier kriegen wir auch noch. Schon so einen schönen Flammenwurf haben. Da haben wir die Picknicker Roxana besiegt. So, als nächstes würde ich gerne mal ins Pokémon Center gehen. Wir sind ja hier jetzt auch mal erstmals in Xania City angekommen, nachdem wir diese endlos lange Route, also es war nicht nur eine Route, es waren ja vier oder fünf, hier runtergegangen sind. Den Fahrradweg machen wir aber trotzdem, denke ich, immer noch vor der Arena. Das ist ein gutes Training, weil Kogas Mokmok ist meines Wissens irgendwas über Level 40. Und das muss ja wohl doch nicht sein bei unserem aktuellen Teamlevel. Und da hinten war, glaube ich, noch ein paar Trainer, die man noch machen kann, weil da oben liegt noch eine tolle TM, die ich mir noch holen möchte.
Oh, wir bräuchten Zerschneider dafür. Ja, dann, holen wir uns halt schnell einen Zerschneider. Wenn es auch nur kurz und vorübergehend ist. Haben ja zwei Pokémon dafür. Ich Mausebein und Myraplan, nachdem ich jetzt mal... Nachdem Mausebein allerdings dem guten Drago gehört, nehme ich mir mein eigenes Myraplan dafür mit. Und dafür bleibt mal... kurz da. Nidoking darf mal ganz kurz da bleiben. Der kommt gleich wieder ins Team. Muss nur mal ganz kurz ein paar Trainer noch mitnehmen. Und ich weiß, ich könnte jetzt die Arena von Fuxania City machen, aber... Mir ist es egal, wer den nächsten Orden kriegt. Da steht momentan sowieso noch 2-2. Also... Selbst wenn er sich den nächsten holt, kann ich mir immer noch bis zu 3 weitere schnappen danach. So, was hast du? Du siehst Lampfram aus, dann habe ich eine Chance. Was denkst du? Ein Pikachu hat sie. Okay. Damit wird sie mir zumindest ordentlichen Schaden machen können, aber... Okay, sie macht Slam damit. Aber ich komme hier mit einer Aquawelle, die völlig unnötigerweise einen Volltreffer macht, weil gegen einen Pikachu hätte das ganz ehrlich auch so gereicht. Gegen einen Raichu möchte ich allerdings Rüsselmops in den Kampf schicken, weil ich bei einem Raichu jetzt nicht mehr so sicher bin, ob Aquana das auch noch so leicht one-hitten kann. Zumindest bin ich der Meinung, dass es nicht einfach so einen Volltreffer nochmal raushaut. Weil damit wird es, glaube ich, auf jeden Fall reichen. Und man sieht schon, Rüsselmops hat dann nicht mehr mit der Psychokinese eine große Chance. Aber Rüsselmops ist jetzt auch nicht so unbedingt der Spezialangreifer. Der ist ja auch eher ein Verteidiger. Und hier haben wir einen Doppelkampf. Wer steht denn gerade neben Adrian? Flieger. Okay. Ergänzt sich relativ gut. Du bist perfekt. Hilfst du mir mit meinem kleinen Bruder zu trainieren? So. Die Mühlensippe Sergio und Eva. Oder Sergio und Eva, wie man immer man diesen Namen auch aussprechen mag. Ja, da ist natürlich der Flieger richtig gut hier. Ich muss aber trotzdem zuallererst mal das Kikli loswerden. Okay, da hat Fliegers Aeroas sowieso schon gereicht, dann geht die Aquarelle jetzt sowieso auf Mokchan. Okay, das gibt ein Level-Up für Adrian und der kriegt wieder schön KP und Spezialangriff. Das gefällt mir doch. Mokchan wird das höchstwahrscheinlich überleben, weil das Biest hat eine ziemlich große Spezialverteidigung. Und wieso der Icy jetzt auf Adrian geht und nicht auf Flieger sitzt, mir ein Rätsel, aber wenn er meint, viel Schaden hätte er auf Flieger damit auch nicht gemacht, weil Ice Heap ist in der dritten Gen noch eine spezielle Attacke und Nocturne Spezialangriff stinkt. Konzentrier dich, Sergio, achte auf deine Taten. So, da haben wir noch jemanden. Den schicken wir denn jetzt nach vorne? Jake war schon lange nicht mehr dran. Pokémon zu tauschen ist wirklich cool. Ja, hat was. Vor allem, wenn man etwas dabei kriegt, was man schon lange haben will. Ein Pipi. So, ja, den Brick break ich jetzt einfach. Kannst du mit deinem Pipi sonst wohin gehen? Immer schön 480 Erfahrungspunkte. Ich sagte tauschen! Ja, Entschuldigung, das verstehe ich manchmal ein bisschen falsch. Der Regentanz. So.
Bevor wir auf den Fahrradweg gehen, den ich sowieso von oben nach unten machen würde, zwecks Schwerkraft, gehe ich allerdings mal schnell in die Safari-Zone und hol mir dort ein bisschen was. Willkommen in der Safari-Zone. Für nur 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Das kostet 500 Poké-Dollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. So, Safari-Zone. Ich möchte hier sowieso nur ganz kurz durch. Ein paar Items mitnehmen und vor allem will ich hier so weit kommen, dass ich zum versteckten Haus komme und mir das, um mir dann den Geheimpreis abzuholen. Ich werfe jetzt hier einfach mal Bälle, um zu schauen, ob es funktioniert. Hätte ja klappen können. Ich habe nämlich jetzt keinen großen Lust, da irgendwie was zu machen. Da haben wir einen Blattstein. Da ist TM11, Sonntag, passend zu dem Regentanz, den wir gerade gefunden haben. Hier ist noch eine Top-Genesung. Und da ist noch ein Owei. Schauen wir mal, ob du rein bist in den Ball. Ich werfe jetzt einfach nur auf gut Glück. Zu schauen, ob was drin bleibt. Und er beobachtet mich weiter aufmerksam. Safari-Bälle haben ja die gleiche Fangrate wie ein Superball. Okay, der will ja wirklich nicht. Dann kannst du mich jetzt gern haben, du verschwendest nur meine Zeit. Hier war nichts. Da unten hätten wir noch ein Item mitnehmen können. Oh, verdammt. Da bin ich jetzt kurz hängen geblieben. Ein Rihorn. Komm, können wir auch mal versuchen zu fangen. Na, das war klar. Das irgendwie auch. Aber mal schauen. Vielleicht geht uns hier noch irgendwas ins Netz. Hier war nix. Oh, nein, nein. Stahlflügel. Auch eine nette TM. Können wir ja jemandem beibringen. Wobei, wenn ich bedenke, Flieger bleibt eh nicht mehr so lang bei uns im Team. Oh, das wäre jetzt sogar beinahe drin geblieben. Komm, einen Versuch machen wir noch. Wenn er jetzt nicht drin bleibt und er abhaut, dann hau ich selber ab. Ja, mehr als zweimal kriegen wir jetzt nicht hin. Also komm, bevor wir weiter Zeit vertun. Hier war auch nur so ein Zwischenstopphaus. Da ist Protein. Sehr schön. Können wir von irgendjemandem den Angriff verbessern? Sofern die EV schon bei allen noch nicht sowieso schon bei 100 sind. Wobei, ist sowieso eher unwahrscheinlich, wenn die gleichmäßig verteilt werden, dass die da schon irgendwo auf 100 sind. Ach, Moment, die nehmen wir zuerst mit. Das sind nämlich die Goldzähne. Die brauchen wir nämlich für eine weitere VM. Und hier haben wir noch TM32 Doppelteam. Und, endlich, du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. VM3, Surfer. Das ist Surfer. Lerne dein Pokémon, diese Technik kann es dich über Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Jupp, kann man so sagen, weil die VM3 eine von zwei VM-Attacken ist, die im Competitive auch gesehen werden. Andere ist übrigens Kaskade, wenn ihr euch fragt. Allerdings hier in der dritten Gen war das noch nicht so, da war es eigentlich nur der Surfer. Kaskade ist erst in der vierten Generation so richtig in den Vordergrund gerückt. War klar, dass wenn man schon mal ein relativ seltenes Pokémon findet, dass dann das gleiche weggeht. War die Jagd erfolgreich? Besuchen uns bald wieder. Naja,
gefangen haben wir zwar nichts, aber ich habe das, was ich wollte. Also. So, hier wollte ich noch hin. Rot gibt dem Wärter die Goldzähne. Danke, niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Stärke. So, und bevor ich das jemandem beibringe, die beiden VMs, ich möchte erstmal schnell unseren Mike wieder von der Box holen. Weil der kriegt jetzt auch mindestens eine von den VMs ab. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob beide. Ich meine aber, dass ich ihm nur eine beibringe davon. So. Mike, du hast dich genug ausgeruht. Du darfst wieder den Platz von diesem kleinen Mürabler einnehmen. So. Also dann. Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte auf Start drücken, nicht auf Select. So, wir haben jetzt sowieso schon bis auf Kaskade alle VMs. Surfer, den kriegt der Mike auf jeden Fall. Dafür, was macht man dafür weg? Ich bin jetzt kein großer Freund vom Fuchtler, also weg damit. Dann kann unser Mike jetzt surfen und weil die Attacke viel zu gut ist, kriegt ihr unser Adrian natürlich auch noch. Und weil ich den Sunwirbler sowieso nicht brauche, komm. Weg damit. Und zwar haben wir wenigstens etwas mehr Attackenpunkte. Und falls uns der Surfer ausgeht, haben wir mal noch eine Aquawelle, wenn es sein muss. So, wer kann jetzt alle Stärke lernen? Ich hab's mir fast gedacht, aber dann kriegt sie Jake. Und zwar, weil wir den Schaufler eh nicht so dringend brauchen. Kommt der weg. Für die Stärke. Jetzt kann er zwar zwei Normalattacken, aber mein Gott. Die eine hat dafür eine Prio. So, jetzt können wir uns hier noch diese Sonderbombe unterholen. So. Als Stärke dürfen wir schon einsetzen. Surfer noch nicht, da brauchen wir erst den 5. Orden für. So, und von dir hätte ich auch gerne was. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, klar. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Die Profi-Angel. Wir haben zwar die Super-Angel schon, aber die Profi-Angel hätte ich auch noch gerne. So. Wieder falscher Knopf. Ich wollte noch was schauen. Wie viel Geld haben wir denn mittlerweile? Oh, genug. Das ist sehr schön, weil dann würde ich jetzt gleich nochmal was erledigen. Und zwar geht's nochmal einen kleinen Ausflug nach Prismania City. Von dort aus werden wir eh den Radweg... ach, Moment. Jetzt muss ich doch nochmal kurz was schauen. Was wollte ich schauen? Haben wir denn schon einen Münzkorb? Nö, und weil ich jetzt auch nicht auswendig weiß, wo ich den herkriege, muss ich mal ganz schnell das Spiel pausieren. Ich bin gleich wieder... So, da bin ich wieder. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich den von einem Mann im Restaurant von Prismania City bekomme. Das Restaurant war eins von den drei Häusern hier unten. Nee, das ist das Hotel. Das ist hier drin. Das ist es auch nicht. War's hier? Jap, hier war's. Warst du das? Psst, unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Ja, das weiß ich schon nichts, da waren wir doch schon. Ja, lach mich ruhig aus, ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit, ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Im Münzkorb. So. Wir werden jetzt allerdings das ganze Geld nicht verzocken. Ich werde das in Münzen umtauschen. Weil ich hier eine TM haben möchte. So.
So, hier war, glaube ich, der Münzumtauscher. Nämlich brauche ich... ich glaube, es waren 4000. Da geht zwar jetzt unser ganzes schönes Geld ziemlich flöten, aber... eingekauft habe ich das letzte Mal in Saffronia City ja eh noch, das heißt, wir haben noch Vorräte. Und das wäre etwas relativ Wichtiges. Moment, was war hier? Nö, da gab es nur Pokémon. Hier gibt es nur Items und hier... Ja, TM13, genau die will ich. Den Eisstrahl. So... ach Moment, da müssen wir auch hier schauen, ne? TMV-Unbox, die will ich nämlich auch gleich jemandem beibringen, der sie nämlich sehr gut brauchen kann, nämlich dem Adrian. Ja, Mike könnte es auch lernen, aber der hat mit Surfer sowieso schon eine gute spezielle Attacke. Und bei Adrian können wir... machen wir jetzt die Aquawelle und Ruckzucki weg. Den Ruckzucki brauchen wir bei Adrian eh nicht, komm. Sein physischer Angriff ist dafür etwas zu schwach. So, jetzt kann er den Eisstrahl. So, sonst noch was? Jo. Wir haben hier noch einen Relaxo umzuboxen. Das hier werde ich jetzt auch wirklich umboxen, weil... wir haben ja schon eins gefangen. Da brauchen wir kein zweites. Ich habe das eh nur für den Dex-Eintrag gebraucht. Nicht, dass ich mir darüber jetzt schon Sorgen machen würde, aber... es ist halt die Sache, dass wir irgendwann in diesem Spiel 60 Pokémon, also Pokédex-Einträge, gefangen haben müssen, damit wir weiterspielen können. Und da will ich halt das Relaxo ungern auslassen. Mittlerweile reicht der Durchbruch, um es auf zweimal kaputt zu kriegen. So, und komm, hau ihn kaputt. Das ist, ich sehe es gerade, das ist sogar ein weibliches Relaxo, was hier liegt. Da kriegt unser Mike nochmal 66 Erfahrungspunkte. So. Und hier an dieser Stelle möchte ich meinen Part beenden und da lasse ich dann den Drago weiterspielen, wenn er im nächsten Part dann wieder aufnimmt. So, ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen, hat mal wieder Spaß gemacht, ich freue mich auf das nächste Mal, bis dann, ciao!